Ja, da sind wir wieder, die Frauen am virtuellen Brunnen, der eigentlich gar nicht zu sehen ist. Aber es ist einfach eine schöne Idee, dass wir am Brunnen hocken und uns unterhalten. Es ist die Ausgabe von März 2019 und wir wollen sprechen über Religion im Integralen. Denn es gibt bald eine Tagung in Deutschland und dann wird nachher Daniela und Marie Roos vielleicht kurz was dazu sagen. Ich wollte noch sagen, ich bin die Heidi Hörnlein und ich bin von die Gründerin von thewisdomfactory.net. Und da haben wir viele Sachen, auch ein paar auf Deutsch, aber viele andere Gespräche mit integralem Hintergrund. Ja, und dann haben wir heute Anna Hauser, Daniela Borsche und Marie Roos Fritz. Sag dir mal kurz Hallo und dann geben wir weiter an entweder Marie-Rose oder Daniela ein bisschen was zu sagen über die Tagung, denn das ist der Ausgangspunkt gewesen für unser Thema heute. Hallo, ich sage einfach einen schönen Abend und ich wünsche einfach große Inspiration bei dem Gespräch uns und den Hörerinnen und Hörern. Ja, ich sage auch ganz herzliches Hallo aus Fürth bei Nürnberg. Heute mit wunderschönem Sonnenschein im Moment noch, der jetzt zu Ende geht für heute. Ja, ich habe auch schönes Wetter hier und hatte einen schönen Enkelinnentag und bin gespannt, was wir da heute wieder zusammenbringen. Co-kreative Gespräche unter Frauen, die ich immer besonders schön finde. Ja, wer möchte von euch kurz darauf ansprechen? Das können wir ja gleich so ein bisschen Werbung machen, ja, für die Tagung. Willst du das gleich machen, Marie-Rose oder Daniela? Wer mag? Ja, wer mag? Wer mag? Magst du, Marie-Rose? Ich hätte... Moment. Ja, mach du mal, Daniela. Jetzt ist er versprochen. Also ich habe gerade neben mir so einen ganzen Stapel mit Flyern. Den habe ich gerade auch genommen. Den hast du auch gedacht gerade, ne? Genau. Dann darfst du weitermachen. Ja, die Konferenz. Also sie heißt Spirit jetzt und morgen. Und es soll ein bisschen eine offenere Konferenz werden, die nicht ganz im Vorhinein geplant ist. Sie sollte verschiedene Perspektiven zusammenbringen, viel Dialog, viel im Dialog sein und eben auch Praxis, Austausch über Praxis und wie gesagt, nicht im Ganzen vorher geplant. Es können Sessions vorher schon angeboten werden und trotzdem sollen die letzten Entscheidungen dann auf der Konferenz selbst getroffen werden. Ja. Spiritualität ist Teil der Evolution und die Formen der Spiritualität, die Arten der spirituellen Erfahrung und die spirituellen Einsichten entwickeln sich weiter. So ist einer unserer Hauptsätze eben auf dem Flyer auch. Und ja, es wird ein Experiment, auf jeden Fall diese Konferenz. Das mag vielleicht auf jeden Fall auch ein Attraktor sein. Wir wollen wirklich in Austausch gehen, in Gespräch gehen, mobilisieren, alle, dass alle mitgestalten ein bisschen an der Konferenz. Ich glaube, das ist unser Hauptanliegen ein bisschen. Also erkunden, wo sind wir jetzt dran mit Spiritualität, wo überhaupt in der Gesellschaft und jeder Einzelne und wo gehen die Richtungen hin, welche Formen von Spiritualität gibt es und wie können sie sich weiterentwickeln. Und vielleicht auch alles in allem sich öffnen, nicht mit vorgefassten Meinungen kommen, nicht nur in Austausch gehen über das, was schon ist, sondern wirklich sich öffnen und gemeinsam eben auch da ein bisschen ko-kreativ zu werden. Um gemeinsam herauszufinden, ja, wo geht es denn hin heute? Welchen Platz hat heute Spiritualität? Und wo soll sie hingehen? Was braucht die Menschheit an Spiritualität? Das ist jetzt so mein persönliches Anliegen auch. Ne? Was können wir von Spiritualität erwarten? Worin kann wirklich eine spirituelle Ausrichtung die Menschheit weiterbringen? Worin? Und dabei alle
kulturellen Formen, also oder kulturellen, ja, davon mal ein bisschen Abstraktion nehmen und wirklich auf das Essentielle, in das Essentielle hineinspüren, gucken und was das ist und damit weitergehen. Das ist so mein Haupt. Also experimentieren ist eben auch. Experimentieren. Das klingt spannend und ich denke, das ist ein bisschen was, was wir heute schon mal vorüben wollen. Ja, die Tagung selber ist wann genau? Ende Juni? Ja, das letzte Wochenende im Juni, vom 28. bis 30. Juni ist das. Und es ist in Nürnberg, in der Jugendherberge. Dort, die ist frisch restauriert und da ist ein super schöner, richtig großer Seminarraum. Und das ist auch mit der Bahn total gut zu erreichen, weil es eben im Zentrum der Stadt ist. Und Nürnberg selbst ist auch eine sehr schöne Stadt, wo man zwischendurch mal kurz in dieser schönen Stadt herumwandern kann, um auch vielleicht mal was zu integrieren oder mal frische Luft zu schnappen. Ja. Sehr schön. Ja, dann wollen wir einfach mal anfangen. Daniela, magst du noch was dazu geben, zu diesen Informationen? Ich finde, Marie-Rose hat schon sehr, sehr schön den Geist. Du hast das wunderschön geschildert. Also was mir so noch durch den Kopf ging, war, dass es wie so vier Stränge gibt. Es gibt einmal sowas, da geht es um das Aufwachen und Aufwachsen, also auch um die Strukturen von Spiritualität. Und dann gibt es den Aspekt des Aufräumens und des Auflebens, also wo es auch so um das Selbst und das Selbst in Aktion geht und auch dieses Aufstehen dazu, dieses Aufsuchen von Orten und das in die Welt bringen. Und auch so ein Geist von Aufbrechen gemeinsam, also ein gemeinsames, die Co-Kreation. Ich glaube, Marie-Rosa, hast du ganz viel dazu gesagt. Also es ist sozusagen nicht irgendwie nur meditieren in verschiedener Form oder nur sprechen über Struktur von Spiritualität, sondern es ist alles in allen Facetten gewünscht von uns. Mhm. Ja, und da freuen wir uns einfach auf die zahlreichen Menschen, die da sind und sich darin einbringen, denn dann erst entsteht eigentlich das, worauf wir gerade nur schauen, oder was wir hoffen. Für mich war ja immer die Tagung des Deutschen Integralen Forums seit 20 Jahren immer der Anlaufpunkt, wo ich mit Menschen zusammenkommen konnte, mit denen es einfach anders war. Und die, wo ich das Gefühl habe, wir verstehen uns auf einer ganz anderen Ebene als so normale Freunde, die ich so um mich herum hatte. Und ich freue mich auch wieder, zumindest teilweise dabei zu sein. Und jetzt wollen wir doch mal in das Thema gehen. Wir haben es ja Religion im Integralen genannt. Und ihr habt ja gleich von Spirituellen gesprochen. Gibt es da eigentlich einen Unterschied? Ja, ich würde schon sagen, also für mich persönlich jedenfalls, ist Spiritualität viel weiter gefasst oder kann unterschiedliche Religionen bedeuten oder unterschiedliche Traditionen haben unterschiedliche Wege in der Spiritualität ausgemacht. Ne? Und ich sehe Spiritualität so als die Essenz. Jede Religion geht eben auch spirituelle Wege, aber unterschiedliche. Von unterschiedlichen Standpunkten aus. Wir haben dazu auch die Marion Küstenmacher am Freitagabend, die ja dieses Buch Integrales Christentum geschrieben hat, ne? Was wir alle total spannend finden, ja. Ich aber nicht, ob es Spiritualität wird integral auch aufgedröselt, ist in allen Einzelheiten und mit total vielen Beispielen, also total interessant zu lesen. Hier sind die beiden Bücher und die sind auch auf der Webpage drauf. Da kann man draufklicken und sie dann sich besorgen. Ich muss gestehen, ich habe nur das total durchgelesen vor ein paar Jahren und fand es absolut spannend, weil bis dahin habe ich immer gedacht, ja Gott, was ist Gott? Ja? Und dann wird es dir so gut erklärt über die verschiedenen Levels of Development, die verschiedenen Entwicklungsebenen, welche Gestalt da Gott annimmt. Das heißt nicht, dass da einer in den Wolken sitzt und sich dann verändert, sondern dass in der
Bewusstsein oder in der Idee der Menschen, je nachdem, wo sie auf der Entwicklungsstufe sind, sich was anders unter Gott vorstellen. Das fand ich sehr spannend. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen hatte, aber wenn wir aufnehmen, dann sieht man wahrscheinlich nur, wenn ich spreche und deswegen, wenn ich das Buch zeigen wollte, musste ich dann eingreifen. Aber geh ruhig weiter. Ich glaube, ich habe das gesagt, was ich darüber sagen wollte. Mir gefällt das Buch total gut. Wegen der vielen Beispiele über unterschiedliche Stufen, auch aus der Bibel wird von Jesus oder von ganz vielen anderen Religionsvertretern und aus unterschiedlichen Zeiten und unter christlichen Kulturen und unterschiedlichen spirituellen Menschen, christlichen Menschen, werden Aussagen eingeordnet und das ist total spannend, wie viel für mich, wie vielfältig Christentum trotz allem ist. Nicht nur das, was viele eben so, ach so, die Kindheit, das, was man da an Religion so erlebt hat oder erleben musste oder erfahren musste, ja, dass es wirklich vielfältiger ist. Das ganz viele Möglichkeiten bietet auch. Ja. Mir ploppt da gerade was hoch, obwohl ich mir nicht viel gemerkt habe, aber ich habe fasziniert den Jordan Peterson ja angehört, der ja aus männlicher Sicht ganz viel zum alttestamentarischen, biblischen sozusagen zur Menschheitsentwicklung gesagt hat und zur ethischen Entwicklung, also wirklich zum Thema fällt mir jetzt das Wort nicht ein. Ist mir nur wichtig, dass mir damals aufgefallen ist bei ihm, dass seine Sicht sehr männlich orientiert war. Und ich habe extra die Gerda Weiler nochmal geholt, das Buch, und habe nochmal nachgeschaut. Und jetzt macht es mich richtig neugierig, dieses Buch, wenn du es beschreibst, dieses neue Buch von der Marion Küstenmacher. Mhm. Ja, wenn wir sagen Religion im integralen Sinne, ist natürlich sofort auf unsere Religion Christentum gegangen. Aber unser großer Lehrer, Guru, Ken Wilber, er betont ja eigentlich mehr Buddhismus. Und dann gibt es ja noch andere Religionen. Wie weit meint ihr, dass welche Religionen sind im integralen einbezogen oder haben da ein Stand oder Vertreter außer dem Christentum, außer dem Buddhismus? Wisst ihr über andere? Meinst du jetzt Vertreter in Form von Menschen, die das sehr forschen? Auch, oder ja, die das im Integralen, also das im Integralen, Menschen, die im Integralen unterwegs sind, zu anderen Religionen gehören und daraus eben auch das verbunden haben schon mit Integralen. Ja. Also ich habe den Eindruck, dass es sehr viele, sehr wirklich breite Richtungen gibt. Also auch Advaita Vedanta, jüdische Traditionen. Also es gibt innerhalb der Menschen, die sich vielleicht in dieses Feld der Bewegung des Integralen rechnen, ganz unterschiedliche Traditionen, die sie mit sich tragen. Denn das ist ja nichts, was man weglässt. Also außer, es gibt einen schmerzlichen Abschied irgendwo, aber man hat es ja sozusagen dabei. Und im Integralen insgesamt ist das für mich auch sehr, sehr wichtig, dass genau das, was uns durch die Kindheit und Jugend begleitet hat und was so mit dem Thema Glaube zusammenhängt, was oft die Religion ist, die wir von den Eltern übernommen haben und dann vielleicht abgelehnt, ja, die gehört für mich im Integralen automatisch dazu. Und es sind eher die Einschränkungen, die wir vielleicht früher damit hatten, die wir neu denken, dass wir neue Grenzen setzen oder offener werden oder in der Praxis Aspekte anderer Religionen oder anderer Traditionen dazunehmen. Und es gibt also sicherlich ein Übergewicht im Buddhistischen, in meinem ersten Gefühl. Und ich habe auch den Eindruck, gerade die christliche Tradition hat auch sehr nachgeholt. Also ist gerade sehr, sehr viel, sind sehr viele unterwegs, die da sich dem Integralen zurechnen und sich auch dem Christentum zurechnen. Ich denke prinzipiell, dass jede Religion sich ins Integrale hinein entwickeln kann
und dass jeder Anhänger oder einer Religion, dass der auf unterschiedlichen Stufen seiner Religion leben kann. Also für mich war es, ich glaube, das habe ich früher schon mal gesagt, dass ich ja zwar christlich aufgewachsen bin, im protestantisch und in Coburg und irgendwie nach der Konfirmation eigentlich überhaupt nichts mehr mit Religion am Hut haben wollte. Und als ich hier dann Chorleiterin war in der evangelischen Kirche, na ja, ich bin halt in die Kirche und so. Aber irgendwie hatte ich da immer nicht viel mit am Hut. Es war wahrscheinlich noch so eine Art Ablehnung dessen, wie Religion uns halt damals verkauft wurde. Und auch nach wie vor oft ja auch noch demonstriert wird. Und für mich waren dann die biblischen Lectures von Jordan Peterson, das war wie eine Aussöhnung mit dem Christentum. Das Buch hier war schon sehr wichtig für mich, das zu verstehen eben, dass der Gottesbegriff sich komplett ändert. Und dann konnte ich so einiges wiedererkennen, auch in meinem eigenen Leben. Aber das wirklich voll Ja zu sagen, ja, ich gehöre zum Christentum, aber nicht unbedingt zur Kirche. Ja, das ist mir erst gelungen, nachdem ich diese Serie von, ich weiß nicht, 15 Lectures oder so angehört habe. Und da ist es wie ein Geschenk, es wieder bekommen zu haben. Ja, und bin da sehr dankbar für. Wie war das bei euch? Seid ihr erst im Integralen auch wieder zum Religion gekommen oder seid ihr immer dabei gewesen? Wie war das bei euch, die Gottesbilder? Ich habe mich mit 21 so ein bisschen getrennt, kann ich mal sagen, weil ich ich kann mich keiner Religion mehr zuordnen seither. Aber ich bin in Frieden. Gut, wenn ich in einen katholischen Gottesdienst komme und ich höre den Pfarrer, manchmal denke ich, ja, Mai, was ist denn das? Was soll ich denn damit anfangen? Gut, aber das ist auch okay. Es gibt eben Menschen auf ganz unterschiedlichen Stufen, wie gesagt, die ihre Religion leben. Aber eine Kirche ist für mich immer noch ein Ort oder meistens ein Ort, an dem es mir leicht fällt, in irgendwie meditative Energie zu kommen. Mhm. Ja, und auch andere, aber ganz unterschiedliche Orte, ja. Also für mich ist die ganze Welt so ein bisschen auch Kirche geworden. Wälder zum Beispiel ist für mich auch wie eine gleiche Energie wie eine Kirche. Ja. Aber eben nicht kulturell geprägt. Ne? Kirche ist kulturell gewachsen oder von Menschen gemacht. Und das finde ich auch schön, dass Menschen spirituelle Orte schaffen können. Ich bin auch sehr katholisch geprägt und habe mich in der Pubertät schon gelöst und war lang auch durch meine Beziehungen eher atheistisch oder agnostisch sozusagen unterwegs. Und eigentlich erst in den 90er Jahren habe ich mich so wie versöhnt und habe verstanden, dass mich die Rituale des Singens, also die Musik und des Prächtigen sozusagen in den Kirchen, das hat mich so wie wieder zurückgebracht. Das war der heilende Aspekt. Wo ich immer noch grolle, ist einfach, weil ich weiß, dass diese ersten 7 Jahre mein Gottesbild so stark geprägt haben, also meine Seele, würde ich sagen, schwer gemacht haben im Sinne von, das ist ein angsteinflößender Gott. Trotz dessen, also das waren schon, da bin ich noch nicht im Frieden. Es gab noch eine wichtige Erfahrung in den, irgendwie 2004 oder so, wo ich bei den Sufis in einen universellen Gottesdienst gekommen bin, im Sommercamp. Da war ich ein paar Mal und dann dachte ich auch gleich, das müsste ich mitnehmen, weil ich so beeindruckt war, wo wirklich rituell zum Abschluss von so einer Seminarwoche in den Schweizer Bergen die Invokation in allen Sprachen, die da waren, also eine Anrufung formuliert wurde, circa 200 Menschen aus allen möglichen Gebieten und an einer Flamme wurden dann für alle großen Religionen sozusagen das Licht entzündet und ein kleines Ritual gemacht. Und danach, das hat mir am meisten so wie total berührt, dass diese Sufis das Halleluja angestimmt haben und alle haben mitgesungen oder auch Instrumente. Und das hat mich zutiefst berührt und das ist eigentlich mein Anliegen, also wo ich eigentlich hin will. Wo ich sage, es gibt einfach nur das eine, das, was ja auch zu Beginn schon gesagt wurde. Die Essenz dessen oder der Strom, wo es hinfließt, ist einfach jenseits von Religionen.
Und das ist ja ein bisschen wie unsere persönliche Entwicklung, nicht? Dass wir immer weiter werden und mehr Perspektiven haben können und mehr zusammenkommen können und dann nicht mehr auf einer bestimmten Religion. Müssen, genau. Ja, genau. Mhm. Daniela, ich habe das Gefühl, du willst was sagen. Ich habe gerade überlegt, ja, weil du ja auch gefragt hast, wie war das bei euch? Und also ich würde mich jetzt auch, also ich merke, dass ich die letzten Monate immer wieder zweifle, wenn ich so sage, ich bin Christin, bin ich Christin? Also ich habe das so viele Jahrzehnte nie gesagt, nicht gesagt. Und jetzt kann ich das sagen, aber ich könnte auch sagen, ich bin Buddhistin. Also wenngleich das eine sicherlich mehr Erfahrung in mir, also Lebenserfahrung in Verknüpfung geht und ganz konkrete Szenen, ganz konkrete Erfahrungen im Guten wie im Schlechten zeigt, ist es nicht mehr Teil meiner Identität. Das ist mir, und ich sage es aber manchmal, um in Verbindung zu gehen mit anderen, die sehr, sehr stark mit dieser Religion verbunden sind, weil ich spüre, sie fühlen sich sicherer. Also es ist manchmal eine Verbindung und dann gelingt es mir gut und dann empfinde ich es eher als etwas Verbindendes. Und dann kann ich das auch ehrlich sagen. Das ist mir gerade gekommen. Und ja, ich schaue eben auch zurück auf eine Zeit, wo ich so im Alter von 15 einfach eine ganz neue Öffnung zu, also wirklich einen anderen Blick auf Geist, auf Gott hatte, den ich dann mit Kirchen, also mit dem Pfarrer nicht mehr teilen konnte. Er verstand mich nicht. Und dann bin ich natürlich weggegangen aus allen kirchlichen Kontexten. Weil es war mir so klar, dass das, was ich erfahren habe, wahrer ist, also oder wie immer ich das nennen mag jetzt rückblickend. Und dann war da ganz lang ein Umwege gehen, ein nicht mehr in Gottesdienste gehen, aber sehr wohl ein sehr häufiges Aufsuchen heiliger Orte, auch von Kirchen. Ja, und dann habe ich mir, dann ging der Weg einfach weiter und jetzt ist er, ich habe bewusst jetzt die letzten 3-4 Jahre auch versucht, sozusagen wirklich eine konkrete Schattenarbeit zu machen in Bezug auf meine religiöse Erfahrung. Und das ist sehr, sehr angenehm, das jetzt vieles nochmal angeschaut zu haben und sehr, sehr heilsam auch wieder aufgenommen zu haben. Also so, ja, mal sehen, was jetzt kommt. Ja, wenn du sagst, dass du sagst, ich bin Christin, ich habe da überhaupt noch nicht drüber nachgedacht und ich glaube, ich habe das noch nie gesagt. Ich weiß auch nicht, ob ich sagen könnte, weil für mich Christsein bedeutet ja immer noch der Zusammenhang mit der Kirche. Aber ich lebe in der christlichen Kultur und die christliche Kultur hat mich geprägt. Ganz stark die Musik, ja, also wirklich, die Kirchenmusik finde ich auch nach wie vor super, ja. Aber ich bin Christin. Ich bin auch nicht Buddhistin, mit Sicherheit nicht, denn ich hatte immer gegen den Buddhismus, gerade in integralen Bereichen, hatte ich immer das Gefühl, man muss Buddhist sein. Ja, wieso denn eigentlich? Ja? Und dann habe ich gedacht, nee, das ist nicht meine Kultur, also dann bin ich lieber gar nichts. Ja? Und ich meine, ich habe dann auch Meditation und Sachen gemacht, aber für mich war das nicht richtig, in eine andere Religion zu fliehen. Weil das eben nicht deine Kultur ist. Eine Religion ist ja nicht nur eine Religion, sondern die prägt ja die ganze Kultur. Und ich finde die christliche Kultur mit all den Negativen, was passiert ist und so, aber die Kultur ist ja wirklich atemberaubend, ja? In die Künste, Musik, Künste, Kirchen. Wow. Ja. Sie haben Herrliches geschaffen und Sie haben Furchtbares geschaffen. Wie überall, ja? Wo gibt es das nur, das eine? Ja, ja. Ja, ich denke, das ist genau das. Und wenn wir jetzt diesen Begriff Religion anschauen, dann ist der eben manchmal genau das, wo wir sozusagen in Rückzug gehen aufgrund von Erfahrung, weil wir nur an das Schlechte denken oder an das Dogmatische oder an das, was heute nicht mehr trägt oder nicht mehr Kraft geben kann, Substanz geben kann. Aber Religion ist ja gleichzeitig eben Kultur auch und schafft auch Verbindung, schafft auch ein Lernen von Regeln und Normen. Ich habe jetzt gestern etwas gehört von Terry
Ophelen und Kim Barter. Da habe ich mich letztes Wochenende so ein bisschen damit beschäftigt. Also zum Beispiel, dass diese Regeln in Religionen, die dann zum Beispiel in Kirche zum Ausdruck kommen, oder Gottesdienst, rituellen Aspekten zum Ausdruck kommen, dass die ja auch so wichtig sind für ein gewisses Alter, das wir als Menschen durchlaufen. Also vieles aus diesen Strukturen, aus diesen religiösen Strukturen schafft uns ja auch einen Rahmen, in dem wir, soll ich sagen, groß werden. Und da ist ja auch viel Halt drin. Eben nicht nur diese Begrenzung, sondern auch der Halt, die Sicherheit. Ja, und ich frage mich, ob Religion so eine Aufgabe auch für die Zukunft oder jetzt übernehmen könnten und wie das dann sein müsste. Also wie könnte es sein, dass es eher diesen Sicherheitsaspekt gibt? Bezugsrahmen, nicht? Oder Bezugsrahmen gibt es, ja. Sicherheit ist zu eng, genau. Ja. Ja, das sehe ich ganz deutlich so, dass es es mit Sicherheit gibt. Und ich denke, auch in früheren Zeiten wurde ganz sicherlich auch über die Religion soziale Regeln verstärkt. Ja? Weil wenn dann ein Gott ist, der dann schimpft, wenn du dich nicht vernünftig verhältst, dann ist es besser, als wenn dir irgendjemand, der Nachbar sagt, verhalte dich mal ein bisschen anders. Ja? Also die Wirksamkeit ist größer, wenn da ein ganzer Gott dahinter steht. Und ich denke, viele Religionen haben das benutzt und ich denke, im Übergang von der roten Phase, ja, zur nächsten ist das sicherlich sehr nützlich gewesen. Und wir sind es halt, sagen wir mal, als Kultur, zumindest die gewachsene Kultur in unseren Ländern, sind wir halt schon weiter und finden das blöd. Ja, wir brauchen das jetzt nicht mehr. Aber jetzt mit all den Menschen, die wieder in unsere Länder kommen, die noch nicht so weit sind, vielleicht brauchen die das wieder. Insofern sollten wir wirklich aufpassen, nicht das Baby mit dem Badewasser auszuschütten und gegen Religion zu sein. Ja. Also, das in dem Sinne ja. Aber ansonsten sehe ich schon, dass in westlichen Gesellschaften, dass die Gesellschaften diese Rolle übernommen haben, auf Moral und Ethik zu pochen und Gesetze einzuhalten, dass das jetzt nicht mehr vordergründig die Aufgabe der Religion ist, sondern dass die Gesellschaft das übernimmt. Womit wir dann nach diesem Buch wahrscheinlich im orangenen Bereich wären, ne? Wenn wir das meinen. Ja. Mhm. Ja. Wie viel sind wir da im Orangenen? Ken Wilber sagt doch immer, von Traditional bis nach unten sind immer noch 60-70%. Ja, so. Ja. Sind halt doch noch ziemlich viele, die wahrscheinlich was anderes brauchen als die Einsicht. Ja. Hm. Ich sehe trotzdem, dass Religionen jetzt auch wirklich die Aufgabe haben, ganz stark zurück in eine Mystik zu führen. Und da sehe ich auch gerade die christliche Religion, dass die da wieder hinführen muss, ne? Weil das ist der Grund, weswegen in den westlichen Ländern hier so viele Prozent, so viele Leute sich wirklich von Kirche und Religion abgewandt haben, weil die mystische Erfahrung gefehlt hat, weil der Zugang nicht mehr gepflegt worden ist und schon gar nicht weiterentwickelt worden ist. Ja, genau. Weil es auch meistens eine Trennung gab, ne? Irgendwann in der Geschichte aus dieser kirchlichen Praxis und den mystischen Traditionen oder den, ich sage es jetzt, kontemplativen oder den Sufis im Islam. Also es gab irgendwie so eine Trennung innerhalb von einer Strömung eigentlich. Und das heißt, das ist etwas getrennt worden, was eigentlich zusammengehört. Und da also im Sinne der Angebote, die gemacht werden für den Einzelnen, für die Individuen oder auch für Gruppen. Die spirituellen Traditionen sind so ein bisschen nur noch von asiatischen Traditionen gepflegt worden. Ne? Und wir im Westen waren ganz auf strukturellen Wegen. Und das ist ja eine der Haupterrungenschaften oder der Hauptargumente, die im Integralen vertreten wird, dass diese beiden Wege, die strukturelle Weg,
von der psychologischen Entwicklung des Menschen wieder zusammengeführt werden muss mit den Zustandswegen. Dass weder das eine allein, weder die mystischen Wege allein wirklich der Menschheit weiterhelfen an dem Punkt, wo wir jetzt sind, als auch eben nur diese strukturellen Wege, wie sie im Westen gepflegt und entwickelt worden sind, die psychologischen Wege, die Entwicklung des Bewusstseins und die Entwicklung der Persönlichkeit, dass weder das eine noch das andere reicht. Dass man das zusammenbringen muss. Ja, dieser magische Teil, also dieser Teil ist sehr wichtig, und was mir jetzt so nicht sich mir auch immer mehr erschließt, ist eigentlich, Anna, du hattest vorher gesagt, und dann war für die Seele nicht gesorgt oder so. Du hast es anders formuliert, aber so, es war nur diese angstbesetzten Dinge im feinstofflichen Raum oder im Subtilen, diese Ängste, wenn ich etwas Böses tue, dann wird meine Seele irgendwann in der Hölle schmoren. Und dabei ist Seele eigentlich, also das ist ja eigentlich der ganze feinstoffliche Raum, ich sag mal von diesem engeren bis zu diesem ganz weiten, in einem Innen, in einem Ich-Innen, aber auch in einem kollektiven Innen, wenn wir jetzt von Seele, von Nation oder von Welt sprechen. Und das, finde ich, ist auch bei Religion oft ausgeklammert worden, die feinstofflichen und subtilen Zustandserfahrungen. Und wo wir sie aber immer, wo sie immer dabei waren, waren beim Musizieren. Also weil ihr beide vorher auch von diesen Erfahrungen in Kirchenräumen mit dieser Musik sprach. Das ist für mich einmal, da ist ja wirklich ein Klang, der durch mich hindurchgeht, in mich hineinfährt sozusagen. Und wenn ich selbst singe, kommt es auch von innen. Also das ist ja eine zutiefst subtile Erfahrung, würde ich jetzt mal. Vielleicht nicht nur, aber auch. Aber in so vielen anderen Bereichen ist so das Körperliche verboten worden und auch dieses Spüren. Und im Buddhismus strebe ich sehr schnell nach der Leere. Also ich versuche da in den kausalen Raum zu gehen, so schnell wie möglich und sozusagen in meiner Praxis alles Feinstoffliche loszuwerden. Und dabei ist das so reich und so voll und so schön. Das ist was, was mich sehr beschäftigt momentan. Ob das auch etwas ist, wozu Religion dient. Da höre ich daraus, dass beide Religionen praktisch ganz was Wesentliches auslassen. Und ja. Die Körper lassen beide aus irgendwie. Ich weiß nicht, ob auslassen, aber ich würde mal sagen, Schwerpunkte setzen. Ich bin viel im Hinduistischen unterwegs gewesen. Yoga Nidra habe ich langjährige Ausbildung gemacht, da sind wir durch den Körper gegangen, in den subtilen Bereiche des Körpers, das Respektive. Wir sind immer den ganzen Körper durchgegangen. Wir haben unendlich viel Konzentrationsübungen innerhalb des Körpers gemacht, um jeweils jeden klitzekleine Teilchen, also vom Körper, immer erst auf der manifesten Ebene, dann auf der subtilen und dann ins Kausale hinein, dann das Loslassen, da drin in die Leere hinein. Zu erfahren. Also da habe ich, ja, in der Religion was ganz anderes, also in der Tradition, wo ich da gefolgt bin, habe ich was ganz anderes, habe ich wirklich dieses Ganzheitliche erlebt. Also wirklich mit den drei, manifest, subtil, kausal, wo wir den ganzen Körper durchgegangen sind, erst die Muskeln, erst die Glieder, die Arme, die Beine und dann in die inneren Organe hinein, in den Kopf hinein. Und ich habe dadurch so ein klares Bild bekommen, von wo meine Organe sind, wie die funktionieren, was es jeweils das Feinstoffliche von jedem Organ ist. Und also das war schon sehr, sehr spannend. Das habe ich sonst noch nirgends, überhaupt noch nirgends. Und in der normalen Yoga-Tradition ist das auch nicht. Das finde ich ganz spannend, habe ich noch nie gehört. Und vorhin, weil Anna sagte, das Weibliche und das Männliche, das klingt für mich wie ein femininer Ansatz, ein weiblicher Ansatz, den Körper einzubeziehen. Ganz toll. Auf jeden Fall, wenn ich noch ergänzend sagen mag,
Also zwei Sachen sind mir jetzt gekommen. Diese Frage, wie geht es Kindern, wenn sie aufwachsen im Christentum, also dieses im Hinblick auf strafenden Gott, was wird da eben diese Beschwernis, die da im Kind auferlegt wird durch diese Angst und nicht aufgehoben sein, das ist ja die Grundidee vom Göttlichen, in was Größerem eigentlich aufgehoben zu sein, verbunden zu sein über dieses Größere. Also da merke ich eben, das beschäftigt mich weiterhin. Und mein Weg ist halt übers Tantrische gegangen. Und also das ist ein ganz zutiefst körperlicher Weg. Also den Körper als Tempel und all das, was abläuft und die Möglichkeiten so in eine Unium Mystica, also in eine Erfahrung zu kommen. Das fand ich einen ganz wichtigen und schönen Zugang. Und habe aber, mag ich ergänzen sagen, ich war einmal in Indien, ist nicht mein Land, und dann bin ich zufällig auch in den Ashram von der Amma gelandet damals. Und dann war ich total enttäuscht, als ich mitgekriegt habe, dass auch Amma in ihren Büchern, ich habe halt da Zeit gehabt zum Lesen, im Prinzip auch wieder verkündet, die unteren drei Chakren sind zu überwinden zugunsten der höheren. Genau. Das ist das Komische, dass wir immer überwinden wollen, ja? Wir wollen immer in höhere Stufen und dann mit denen da unten aber gar nichts mehr zu tun haben, ja? Und das ist ja gerade, was wir eigentlich im Integralen lernen oder gehört haben, dass die unteren Stufen zu integrieren sind, statt sie zu auszugrenzen, ne? Ja, und vielleicht ist das auch gerade, also wenn ich so auf Religionen schaue oder auch auf das, was an spirituellen Wegen jetzt im Integralen in den ersten Jahren zumindest stärker war, dann waren das für mich auch mehr die männlichen Prinzipien. Und die durchzogen natürlich auch Religion oder Kirche, einfach aufgrund von Machtstrukturen, die irgendwann entstanden sind, zum Beispiel auch nach der Aufklärung oder so, oder in anderen Ländern, wie die animistischen Religionen sozusagen abgelöst wurden von anderen Religionen. Also das finde ich jetzt ganz spannend zu schauen, was braucht es vielleicht innerhalb von Religion und damit auch Praxis, spiritueller Praxis, an dem Schauen auf die ersten drei Chakren oder an dem verbindenden, umschließenden, integrierenden und nicht an dem höher, schneller, weiter, so schnell wie möglich erleuchtet. Das ist ja einzig, und also ich merke schon, ich folgte diesem Prinzip ja auch sehr lange. Mhm. Weil das einfach auch so ein, und das ist natürlich auch ein modernes Prinzip zusätzlich, dieses höher, schneller. Ja. Hat auch damit zu tun, nicht nur mit männlich, weiblich, glaube ich. Es ist für mich wirklich auch eine totale Erleichterung, irgendwann gemerkt zu haben, auch durch das Integrale bin ich dahin gekommen. Nee, ich darf da sein, wo ich gerade bin in meiner Entwicklung. Und ich darf mich in dem Tempo weiterentwickeln, wie es für mich stimmig ist. Da gibt es nichts, was schneller gehen muss. Es ist richtig und gut, so wie ich gerade bin. Und ich darf in dem Tempo weitergehen, wie es gerade für mich stimmig ist. Das in allen Bereichen, auch im spirituellen, religiösen, jetzt im Integralen wird ja viel drauf gehuckt, ja, wo ist wer, auf welcher Stufe ist man denn, ne? Und so, ne? Und auch so, und daran hängt eben auch so ein altes eigentlich aus dem Blauen bewerten, ne? Und das mal, wenn man das mal loslässt, dann fühlt man sich schon auch, dann wird man richtig freier und kann auch andere in ihrem sein lassen. Und das finde ich, dass ein spirituelles Anliegen im Integralen jedenfalls sein sollte. Inwieweit es ist, kann ich nicht nachvollziehen, weiß ich nicht. Aber das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja, ich finde es generell wichtig, dass die alten Prinzipien, die wir haben, wie wir die Dinge betrachten, auch losgelassen werden, wenn wir in integrale Stufen kommen. Weil es war, also auch für mich schien es eine lange Zeit, dass
Ja, man muss also unbedingt integral sein. Und wenn dann die Leute, ja, auf welcher Stufe ist der denn jetzt? Und auf welcher Stufe ist der? Und dann werden dann so eine Art Bewertung draus Trump ist auf der Stufe und die anderen sind auf der Stufe. Ja, es ist vielleicht interessant, aber ich höre da immer noch so eine versteckte Bewertung dahinter. Und ich denke, wir müssen da schon ein bisschen mehr uns klar werden, dass nicht alle vielleicht dahin wollen, wo wir glauben zu sein, und dass die anderen Menschen halt andere Interessen haben und andere Wege haben in der Welt. Und solange sie nicht schädlich sind, in dem Sinne, dass sie anderen Schmerzen oder so zuführen, Leiden zuführen, ist es doch deren Recht, da zu sein. Aber ich finde es nach wie vor schwierig für mich selber, ja, und auch sehe es auch bei den anderen. Da wurde dann stundenlang Text darüber geschrieben, ist denn nun Jordan Peterson integral oder ist er nicht integral und vielleicht ist er sogar bloß blau. Und was soll denn das? Der Quatsch. Naja, Bewertung ist nicht automatisch Abwertung. Bewertung kann, also Einschätzen, ich sag mal Einschätzung, kann wirklich zu mehr Empathie führen. Und ich... Einschätzen ist gut, aber manchmal sehe ich... Verständnis und Empathie, wenn man weiß, wo jemand ist und man kennt dieses Weltbild und weiß, was in diesem Weltbild gebraucht wird, das ist eigentlich das für mich auch wieder das Grundziel von Einschätzen jemanden, damit ich den Menschen da abholen kann. Und ich freue mich ja auch, wenn ich da abgeholt werde, wo ich bin. Ja, ja, das ist... Wenn jemand anders tatsächlich sehen kann, wo ich dran bin. Und dann auch mit mir so umgeht. Da ist nichts gegen zu sagen. Ich höre halt öfters so in Facebook und wo immer das auch so stattfindet, dass das eigentlich eher eine Versuch, was zu finden, was nicht stimmt, sagen wir mal so. Oder was negativ ist. Ja. Kommt oft statt einer, wie soll ich sagen, neutralen Erkenntnis dessen, wo der Mensch steckt, ist es immer so ein bisschen mit so ein bisschen, ja, verbunden mit einer abwertenden Bewertung. Nicht immer, aber oft. Okay. Ich habe eine Frage, was wäre dann, also wirklich so eine offene Frage, was wäre dann der Unterschied zwischen Religion und Spiritualität auf der gelben Stufe oder schon auf grün? Also die Frage eben, was sozusagen, was ist die Struktur, die nötig ist in Gelb? Ist es sowas, für mich war es damals eben, wo ich mir gedacht habe, wow, und es werden ja auch solche Orte schon gebaut. Also meines Wissens gibt es eben inzwischen schon tatsächlich Orte wie Kathedralen, die für sowas wie universellen Gottesdienst möglich ist, wo wirklich alle Religionen ihren Platz haben und wo einfach das Verehrung, Gebet, Gemeinschaft zelebriert, gefeiert wird. Ist es das, was sozusagen eine Religion sein könnte? Eine Frage, ich kann sie nicht einfach beantworten. Es ist aber eine Form davon. Das, was du beschrieben hast, das wäre für mich ein Ausdruck von integraler Spiritualität, und das könnte dann auch wieder eine Art Religion sein. Aber ich glaube, wir wehren uns alle gegen sowas wie eine integrale Religion. Ja. Weil es wieder etwas ausschließen würde, automatisch zumachen würde. Ja. Also so, dass vielleicht auf integral Religion eher in Form von es gibt Religionen da ist, aber eben nicht als etwas, als eine neue Religion. Weil das ist so das, was mir durch den Kopf geht. Und ich kenne eben auch diese zum Beispiel Orte, wo ja verschiedene Formen von Feiern des Lebens zum Beispiel laufen, die religionsübergreifend sind oder verbindend sind oder ein interreligiöser Dialog sind oder so. Und das wären für mich schon integrale Formen von Gottesdiensten oder von, ja, einfach, aber nur als eine Form von vielen. Das ist meine Antwort. Ja, was mir dazu kommt, ist,
Ich weiß ja nicht so sehr viel über Christentum und ich weiß noch sehr viel weniger über die anderen Religionen. So, um zu einer Art von integralen Religion zu kommen, da müssten wir eigentlich Religion an sich aus dem Tabu-Eck rausholen und uns wirklich damit befassen und ein bisschen verstehen, wie die anderen Religionen gestrickt sind und was diese Menschen in ihrer Kindheit mitbekommen haben im Vergleich zu dem, was wir mitbekommen haben. Sonst reden wir immer, ja, sonst kann es nur ein Ausdruck sein, aber im Sinne von der Religion verstehen wir uns dann nach wie vor nicht. Wir können auf derselben Entwicklungsstufe sein, aber da verstehen wir uns nicht. Also kam mir gerade die Idee, dass man eigentlich sehr viel mehr lernen könnte darüber. Wird es nicht jetzt auch an Schulen unterrichtet, so was wie vergleichende Religionen oder sowas? Ich weiß es jetzt nicht. Zu meiner Zeit gab es Bibelunterricht ja an. In Ethik wird es schon gemacht, soweit ich informiert bin, dass einfach informiert wird über die diversen Religionen. Mhm. Aber Information mental. Das hängt wieder von dem Betreffenden ab, der das Fach gibt, inwieweit da Erfahrungsräume geöffnet werden. In Luxemburg ist jetzt seit 2 Jahren oder 3 Jahren, ja, ist wirklich der Religions-, der christliche Religionsunterricht oder irgendein präziser Religionsunterricht ist ganz aus dem Schulsystem rausgenommen worden. Aber da ist jetzt, soweit ich das verstanden habe, ist es jetzt wirklich eher so Ethik und Moral und Kulturenvergleiche, aber nicht unbedingt Religions-, also dass Religionen vorgestellt werden oder so. Ja, Religionen gehören ja zur Kultur dazu. Also, ja, sie gehören dazu, aber ich habe eher den Eindruck, dass eher der psychologische Bereich da vielleicht ein bisschen abgedeckt wird. Und wie gesagt, ja, von Werten, welchen Werten wollen wir entsprechend leben? Und ob da die spirituelle Dimension wirklich auch abgedeckt ist, habe ich bisher nicht gehört. Und weiß auch nicht, inwieweit die Leute, die das Fach jetzt geben, weil die mussten ja jetzt auch irgendwo ganz schnell hergeholt werden. Schätze ich mal, dass unterm Strich das relativ individuell gehandhabt wird. Je nach Person, die gerade da ist. Obwohl es natürlich einen Rahmenplan gibt. Ja, das ist interessant, was du sagst. Das heißt, da ist sozusagen eine Entscheidung getroffen, dass ein Religionsunterricht nicht mehr nur eine einzelne Religion abdecken darf oder zwei. Wissen, dass das nicht mehr passt zu unserer Multikulti-Gesellschaft oder auch zu dem Thema Kirche und Staat zu trennen, säkular zu sein sozusagen. Aber da steckt ja trotzdem drin, dass eigentlich dann niemand, wie soll ich sagen, diese Suche nach Sinn bedient. Und wenn ich jetzt in einem Elternhaus bin, wo ich das nicht ansprechen kann, wo gehe ich dann hin? Also ich frage mich gerade, also wir schauen wahrscheinlich alle auf eine Sozialisierung auch in der Familie zurück mit Religion, aber viele wachsen jetzt ja auf mit atheistischen Eltern. Und mit wem spreche ich dann, wenn ich jetzt 12 bin oder 10? Ich weiß es nicht. Ich frage mich. Also wenn ich so eine Sinnfrage habe. Ich denke, dass trotzdem in vielen Häusern die Sinnfrage trotzdem irgendwo da ist. Dass sie eben nur auf eine ganz andere Art und Weise abgedeckt wird. Wirklich ganz losgelöst von einem religiösen Kontext. Ja. Das heißt ja, dass wir gegenwärtig in einer Sinnkrise leben, generell. Da scheint der Verlust der Religion schon auch eine Rolle damit gespielt zu haben, ne? Dass wir keinen Sinn darüber finden können. Irgendwie haben wir wahrscheinlich eben das Baby mit dem Bathwater ausgeschüttet. Und ich ganz sicher, ja, also wie gesagt, ich bin froh, jetzt wieder überhaupt erstmal meine eigene Religion so ein bisschen verstanden zu haben, jedenfalls ansatzweise, ja. Was ich ja nie einfach aus Abwehr, ja, durch die Erfahrung, die es da als Kind hattest, nie vertiefen wollte. Und
Ich finde es schade. Und die Frage ist wirklich, wo gehe ich hin? Ja, also selbst als Erwachsener, wenn die Sinnfrage kommt, ja, dann gehst du zum Psychologen. Kommt natürlich auch drauf an, welche Ebene der gerade rumschwirrt. Ja. Und also fallen mir noch die Substanzen ein, was ja auch subtil ist. Es gibt ja so eine Art Untergrund einfach mit Sakrament. Das wird ja wirklich in den Räumen, in denen das praktiziert wird. Ich rede jetzt von dem Gebrauch und nicht vom Missbrauch. Da ist es ein sakraler Raum, der geöffnet wird. Und mit der Absicht sozusagen eben Religion, sich eben mit dem Göttlichen zu verbinden, um diese Substanzen zu benutzen. Ob jetzt das Psilocybin ist oder eben Ayahuasca oder was auch immer, das ist schon die Absicht, eben eine Tür aufzumachen oder den Schleier für kurze Zeit sozusagen zu lüften, diese Sehnsucht. Da haben wir ja auch das Baby mit dem Badewasser ausgeschüttet. Nicht? Ja. Ich habe erst vor kurzem gelesen, dass im 1800 irgendwas erst diese totale Zurückdrängung dieser Substanzen passiert ist, dass die vorher gar nicht so stigmatisiert waren wie heute. Noch später. Noch später, im 20. Jahrhundert erst. Ja. Und mittlerweile. Vorher wurde es noch zum Heilen gebraucht, ne? Aber nicht mehr in diesem ursprünglichen Sinn, wie es seit Anbeginn der Menschheit ja gebraucht worden ist, wirklich um die Frage nach dem Sinn und in Chaos des Universums hineinzutauchen, auch mal, um so in die Einheit hineinzutauchen. Ja. Und stattdessen hat man sich dann auf das gesprochene Wort verlassen? Und vielleicht auf die Rituale mehr in der katholischen Kirche und auf die Gehorsamsstruktur. Ne? Das, wenn ich dir das sage, dann ist es so und du musst es glauben. Ja, und damit aber auch auf bestimmte Erfahrungen, die okay ist und andere, die nicht okay ist. Also egal, wie sie entsteht, also ob sie jetzt über Substanzen induziert ist oder auch plötzlich da ist. Also es gab Erfahrungen, die waren okay und andere waren teuflisch. Ja, dann wirst du verbrannt. Und deswegen haben auch Mütter zugesehen, wenn ihre Kinder solche Erfahrungen hatten, die möglichst zu unterdrücken, damit sie überleben würden. Ne? Genau. Das macht auch Sinn. Ich denke, da sind wir wieder an einem ganz wichtigen Punkt. Das wird ja wieder viel, also da passiert im Moment viel. Weil es, und das zeigt ja, dass eben diese Rückverbindung, dass dieser Wunsch nach dieser Rückverbindung da ist. Oder was mehr als ein Wunsch, dieser Drang. Und dass dann halt eine Form gewählt wird. Genau. Du hast Yoga angesprochen. Marie-Rose, Yoga. Ich habe das Tantrische angesprochen, die Substanzen, die Derwisch-Tänze oder Trance-Dance fällt mir noch ein. Musik ist auch schon angesprochen worden. Kunst, Malen, so, das ja, ist Kunst. Auch eine starke Kraft. Oder Formen, ja. Genau, und wenn wir über Spiritualität, wenn man das Wort Spiritualität hört, dann meinen viele, es ist nur Meditation. Also ich sag mal so im Alltag, in der Alltagssprache wird es oft auch mit Praktiken, die nur in die Stille gehen, gekoppelt, so auf den ersten Blick. Und dann natürlich sehr verschieden, mit Bildern, ohne Bilder, im Zen, sehr streng oder weniger streng, so, oder sehr religiös verwurzelt. Aber es ist auch nur ein Aspekt, eine Form, ein Weg. Aber da sehe ich trotzdem auch, dass schon doch viele Leute eben Wege gefunden haben, auch ohne kirchliche Konfession. In unserem. Und das sehe ich auch bei Kindern, dass das wirkt. Oder habe ich gesehen bei Kindern, dass es wirkt. Wirkt was? Was wirkt? Dass es wirkt, wenn Eltern einen Zugang haben zu dem Geheimnisvollen im Leben. Wenn Eltern einen Zugang haben, ja, dazu Atmosphären zu schaffen in ihrer Familie, wo man sich wohlfühlt, dann braucht es nur noch einen Schritt.
um auch in, ich weiß auch eine Frau, die bei mir zum Beispiel im integralen Salon kommt, die sind auch in einem artistischen Umfeld groß geworden. Aber die hat über die Natur schon sehr früh sehr viele spirituelle Erfahrungen gemacht, weil die Familie es da gefunden hat. Es scheint ja wohl der Unterschied zu sein zwischen Religion und Spiritualität, dass eben die Mystik ist ja angesprochen worden, dass sozusagen in der Religion gibt es Stellvertreter, die dir sagen, wie das Göttliche aussieht und wie das ist. Und in der direkten Erfahrung ist es eben eine Rückverbindung, die den anderen nicht braucht. Sowas wie ein Priester oder vielleicht noch gerade einen rituellen, jemand, der ein Ritual leitet, ja, aber nicht eben in einer hierarchischen Ordnung. Ich weiß, ja, was die göttlichen Gesetze sind oder was die, wie so eine Erfahrung auszusehen hat. Ich weiß nicht, ob ich das genauso sehe, ob das dieser Unterschied zwischen einem Erfahrungsraum, wurscht ob Natur oder Tanz oder Musik, oder eben eine sagen wir mal, Zusammenstellung von vielerlei Möglichkeiten von ja, Religionen. Ich bringe es noch nicht zusammen. Wenn ich jetzt das höre, was du gerade gesagt hast, würde ich nicht von Religion sagen, sondern das ist wirklich das ganz Spezifische im Christentum gewesen. Das ist ja im Buddhismus nicht genauso oder nicht in allen buddhistischen Religionen. Und jede Religion hatte immer auch einen mystischen Zweig. Und da ist die Hierarchie nicht gewesen. Da war es eben wichtig, selbst in dem eigenen Inneren Gott zu spüren oder das Göttliche, die anderen in die Alleinheit zu kommen, also mystische Erfahrungen zu machen. Und sobald man mystische Erfahrungen macht, ist es einfach klar, dass das die höchste Autorität für einen ist. Ich denke, da hier kommen jetzt wieder die Levels of Development rein, ja, die Stufen der Entwicklung, dass die Menschen, die dann die Religion, sagen wir mal, geleitet haben, halt auf bestimmten Levels waren, wo ihnen Macht wichtig war und Kontrolle und so weiter. Und deswegen die Religion sozusagen beherrscht haben von ihrer Weltsicht heraus. Insofern müsste, wenn zum Beispiel der Papst integral orientiert wäre und die ganzen Bischöfe und so weiter und die ganzen Pfarrers und Priester, da würde das wahrscheinlich anders aussehen heute, als es vor 100 Jahren oder 200 oder wie auch immer in der Vergangenheit ausgesehen hat, wie die Menschen eindeutig auf der roten Stufe waren, ja, und mit Blau benutzten, um ihre Macht zu erhalten. Was sagt ihr dazu? Wo ist der Weg von vielen Religionen gewesen? Ja, wäre es möglich, dass die gleiche Religion, die jeder hat, also wir zum Beispiel sind im Christentum aufgewachsen, dass das sich so verändern könnte, dass es umfassender wäre, ja, dass wieder alles zusammenkommen könnte und jeder seinen Platz da finden könnte? Ja, ich glaube schon, dass das gehen würde. Also in dem Moment, wo wir sozusagen Entwicklung verstehen und auch diese sehr unterschiedlichen Wege der Rückverbindung oder dieses, welchen Aspekt, welches Gesicht von Gott wird in welcher Praxis zum Beispiel gepflegt. Ich glaube, dann könnten wir vielleicht zu Religionen kommen, die für alle Angebote machen. Oder wir würden auch akzeptieren, wenn Menschen zeitweise woanders Hilfe suchen oder Aspekte suchen. Und ich finde es ganz wichtig, dann eben auch so eine Begleitung, vor allem in den frühen Lebensphasen, in der Kindheit oder in der Jugend. Und was ich erlebe, ist zum Beispiel, dass es verschiedene Gottesdienstformen gibt. Die einen, die sind eben wirklich eher sehr traditionell, sehr blau. Wieder andere sind sehr moderne Formen oder postmoderne Formen, wo man gemeinsam auch den, ich sage mal zum Beispiel, die Texte spricht oder singt, also da gibt es ja viel und das bedeutet ja auch, es sind viele, viele Formen möglich, sodass ich das Richtige für mich finden kann und wenn die gleichzeitig existieren dürfen,
dann finde ich, ist das eine große Freiheit einer Religion. Da könnte ich mir vorstellen, dass da könnte es noch mehr geben. Also dass sozusagen nicht der Gemeindepfarrer sagt, wenn du jetzt in die andere Gemeinde gehst, weil da der Gottesdienst anders ist, dann bist du böse. Wisst ihr, wie ich meine? Also insofern, da bräuchte es natürlich wirklich so ein Vertrauen auch. Ja. Ja. Oder du bist elitär. Genau. Also in Nürnberg ist das so, ne? Da gibt es verschiedene Kirchen und da gibt es verschiedene Pfarreien und die haben verschiedene Schwerpunkte, aber die reden miteinander, das ist die gute Nachricht. Und die planen, haben ganz bewusst zum Beispiel einen Change-Prozess gemacht die letzten Jahre und haben sich strukturiert, um die Angebote zu entwickeln für Menschen in verschiedenen, mit verschiedenen Bedürfnissen. Also die haben das wirklich als Wirtschaftsmodell genommen, um sozusagen zu schauen. Und dann gibt es jetzt die Eventskirche und dann gibt es die eherliturgische Kirche und dann gibt es, also sehr spannend. Wow. Und es ist aber gut, weil das jetzt klarer ist. Davor war es unklarer. Ja, es ist toll, dass wir gerade dann in Nürnberg, wo das passiert, so was Fortschrittliches, dass wir gerade da unsere Konferenz haben. Ja, finde ich toll als Ort mit einer gewissen Energie, mit Traditionen, mit Erforschen, ja. Von neuen Modellen, von angepassten. Ja. Das ist toll. Das finde ich wirklich toll. Die Frage ist halt, wie weit dann eben auch das Geschäftsmodell Kirche sich ändern muss, nicht? Und die Struktur innerhalb der Kirche, die doch immer noch sehr hierarchisch ist, nicht? Immer, soweit ich das verstanden habe. Ja, aber da ist eine hoffnungsvolle Note, ne? Also. Und sie haben eben noch ein paar Dogmen, die ganz klar jedem wissenschaftlichen Geist auch widersprechen und anders ausgelegt werden müssten. Ja, sicher. Ja, sicher. Und ich meine, es ist ja auch wiederum nur eine Tradition oder eine Richtung. Und selbst wenn wir nur die Buchreligion nehmen würden, ist es ja immer noch viel, viel mehr als nur das Christentum. Und das dann in der ganzen Fülle zu sehen, da, das ist noch ein Weg, glaube ich, den wir da als Menschheit haben. Das sind viele Puzzlestückchen. Wenn wir das schaffen, die zusammen, dann wird es ein tolles Bild werden. Ja. Ich sehe das Bild gerade vor mir. Sehr farbenfroh. Ja, toll. Danke. Ein bisschen haben wir heute herausgearbeitet, ne? Was der Unterschied zwischen Religion und Spiritualität ist und was das mit Integral zu tun hat. Ich denke, wir sind so am Ende, wenn wir noch so ein kurzes Checkout oder Zusammenfassung aus eurer Sicht machen würden. Wäre das schön. Ja, ich merke, dass wir da einfach auch ganz am Anfang sind. Das ist ein so umfassendes Thema, ein so umfassendes Feld, dass ich das jetzt gerade so wahrgenommen habe, als wie eine Bewegung, in der wir da gerade sind. Und sozusagen einerseits fließend dahin zu bewegen, ohne ganz klar an einem Modell zu sein und dennoch einen Unterschied rauszuarbeiten. In Struktur, in Form, im Geschmack auch. Ich habe das sehr genossen. Könnt ihr mir vorstellen, das zu vertiefen? Wir sehen, was das nächste Thema gibt. Danke dir. Danke euch. Ich habe gerade so an meine ganzen Verwandten, Freunde, Nachbarn, alle Leute, die ich so kenne, gedacht und daran, wie wenige sich trauen, über diese Themen zu reden oder wie wenig das als Thema, als solches Thema ist es schon sehr stark tabuisiert. Und entweder, wenn man dann das Thema anspricht, entweder wissen die Leute gerade gar nichts zu sagen oder sie, ist nicht so wichtig oder, aber so richtig dran an dem Thema und so richtig, ja, interessiert, um auch wirklich darüber in Austausch zu gehen und interessiert, ja, was denken dann andere oder was machen andere? Wie erfahren andere spirituelle Dimensionen? Das ist in dem größten Teil meines Umfeldes wird nicht darüber geredet.
sehe ich noch so eine gewisse Tabuisierung oder ein sehr unsicheres Suchen, das ist Privatsache und ja, es ist ein bisschen, man ist ein bisschen unangenehm angerührt, wenn man darauf angesprochen wird. Also dass das doch noch zu, ein bisschen zu häufig ist, finde ich schade. Da wünsche ich mir, oder da denke ich, ja, da wünsche ich mir noch mehr. Mehr Menschlichkeit, mehr Mut vielleicht auch, um die Themen anzugehen. Weil es so bereichernd sein kann. Ne? Ich freue mich so darüber, dass ich eben auch Bekannte habe, mit denen ich wirklich da in einem tiefen Austausch sein kann. Darüber. Wo es auch spürbar ist, dass da eine gelebte Spiritualität ist. Weil das ist für mich, finde ich, dass das ungeheuer verbindet. Danke. Ich mag auch also mich bedanken auch für die, also für das Zusammentragen dieser vielen Aspekte, und ich glaube, ich bestelle mir eben dieses Christenmacherbuch, und mich beschäftigt das Thema dass wir in einem Wandel sind, und wie schaut es dann aus, wenn zum Beispiel Kinder aufwachsen in einer Gesellschaft eben, die nicht nur aus dem Humanismus heraus oder aus dem ethischen Unterricht, der ja irgendwann viel später kommt, als es nötig wäre, aufzuwachsen eben in einer wirklichen tiefen Zurückbindung zu was Größerem. Also wie das dann wirklich, was dann entstehen könnte, wenn das auch gesellschaftlich organisiert ist, aber eben in einer großen Freiheit. Also das stelle ich mir nicht leicht vor, also da hineinzuwachsen. Mhm. Danke. Und für mich ist es so, dass ich eigentlich sehr selten über solche Themen rede. Ich bin da auch sehr dankbar, dass wir darüber reden können. Und für mich ist es auch mehr oder weniger neu, muss ich sagen, weil ich, wie gesagt, ich bin im Christentum aufgewachsen, aber habe eigentlich nicht wirklich eine gute Beziehung dazu. Und es wäre doch schön, da ein bisschen tiefer zu gehen und mehr zu erfahren. Nicht nur über das Christentum, aber über Religionen überhaupt und Spiritualität, außer Meditation, ja. Also das alles noch ein bisschen tiefer zu erforschen. Und ich danke euch, dass wir das heute so zusammengetragen haben. Zu meinem persönlichen Freude und, wie sagt man, Benefit, dass ich da was gelernt habe. Und ich freue mich schon auf die Tagung. Und wer das anschaut, kommt zur Tagung nach Nürnberg. Es wird sicher, sicher gut. Okay? Und damit schließe ich den Raum.